Eine längere Prosa aus dem alten Berlin. Der noch zurückzulegende Weg war nicht sehr weit, aber auch nicht sehr nah. Die ganze Friedrichstraße hinunter bis ans Oranienburger Tor und dann rechts in die spitzwinklig einmündende Oranienburger Straße hinein, wo die junge Dame in einem ziemlich hübschen, dem großen Posthof gegenübergelegenen Hause wohnte. Da wir beide plauderhaft und etwas übermütig waren, so war an Verlegenheit nicht zu denken. Und diese Verlegenheit kam auch kaum, als sich mir im Laufe des Gespräches mit einem Male die Betrachtung aufdrängte, ja, nun ist es wohl eigentlich das Beste, dich zu verloben. Es war wenige Schritte vor der Weidendammer Brücke, dass mir dieser glücklichste Gedanke meines Lebens kam. Und als ich die Brücke wieder um ebenso viele Schritte hinter mir hatte, war ich denn auch verlobt. Weil sich aber die dabei gesprochenen Worte von manchen früher gesprochenen nicht sehr wesentlich unterschieden, so nahm ich plötzlich, von einer kleinen Angst erfasst, zum Abschiede noch einmal die Hand des Fräuleins und sagte mit einer mir sonst fremden Herzlichkeit: »Wir sind aber nun wirklich verlobt.« Sie blieben verlobt, sie heirateten und hatten viele Kinder, und erst sein Tod 1898 hat sie getrennt. Er war ein Autor, der erst nach seinem 60. Geburtstag mit einer Reihe von Romanen sehr berühmt wurde. Er liebte Berlin und die sandige Mark Brandenburg und er hieß Theodor Fontane.